Baumstellen, muss man Görlitzer Park sagen. Und schon wissen alle, was hier schief läuft, nicht nur in Berlin, sondern in unserem Land. Ich kann übrigens den Görlitzer Park aus eigener Anschauung berichten. Ich habe einige Jahre dort in der Nähe gewohnt, Wiederstraße, Lüchener Straße, kenne den Görlitzer Park also sehr gut. Allerdings hat er sich in den letzten Jahren verändert. Damals, also vor rund 20 Jahren, als ich dort lebte, konnte man durchaus noch mit den Kindern im Park tagsüber spazieren gehen. Also ich war da gerade Vater geworden, war joggen im Görlitzer Park und bin natürlich auch nachts da alleine durchgelaufen. Also ich weiß nicht, ob man das als Mann noch machen kann inzwischen. Also selbst Männer überlegen sich das, glaube ich, ob sie da im Dunkeln noch alleine durchgehen. Ja, aber das ist mir nur gerade so aufgefallen, weil ich das hier gesehen habe. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich mich in Berlin noch vorstellen soll. Es sind ja Gott sei Dank auch viele neue Mitglieder zu uns gestoßen. Wahrscheinlich habt ihr auch hier in Marzahn, kriegt ihr immer mit, wie fleißig ihr seid, wie viele Flyer hier eingeworfen werden. Wahrscheinlich habt ihr hier auch in den letzten Jahren nochmal etliche neue Mitglieder gewinnen können. Deshalb gestattet mir noch zwei, drei Worte zu meiner Person. Ich bin seit 2013 dabei, habe hier den Berliner Landesverband, da kann man sagen, von der Pike an auf mit aufgebaut, habe alle Ämter übernommen, die gerade frei waren oder wo sich kein besserer, manchmal muss man auch sagen, dümmerer dazu gefunden hat. Und habe insofern hier viele kennengelernt, vieles gemacht. Es war manchmal anstrengend, auch gerade die Anfangszeit, da standen wir auch gelegentlich nachts mal senkrecht im Bett, weil die Partei immer wieder auch in Gefahr war. Nicht nur jetzt, sondern bereits in der Anfangszeit wurde von bestimmten Kräften versucht, dieses zarte Pflänzchen Opposition kaputt zu treten. Das war ganz am Anfang schon jetzt. Inzwischen versuchen sie immer noch uns kaputt zu treten mit größeren Geschützen. Gerade jetzt kam ja die Nachricht, Verfassungsschutz Sachsen. Komisch. Bei wie viel Prozent stehen wir in Sachsen? 38. Über 30%. Und wenn man genauer hinguckt, es fehlt nicht viel, wenn da die kleinen Parteien, da zwischen der SPD schon eine kleine oder Kleinstpartei, also viel für getan. Also die Partei des Kanzlers haben wir um Längen hinter uns gelassen, die Grünen auch, die FDP auch. Also die ganzen anderen Regierungsparteien sind Zwerge im Vergleich zur AfD, insbesondere im Osten. Und da können wir, glaube ich, alle miteinander gemeinsam stolz darauf sein, dass die Entwicklung so gekommen ist. Und Marzahn ist ja so ein bisschen auch von den Umfragewerten ja auch so gefühlt der Osten, ich kann so sagen. Nein, wir arbeiten daran, dass auch in ganz Berlin noch Verhältnisse einziehen, wie wir sie aus den östlichen Bundesländern kennen, von den Zustimmungswerten für die AfD. Naja, was wollte ich sagen? Ihr könnt es euch denken, in diesem Moment, wo also das kurz bevorsteht, dass wir dort möglicherweise sogar zu einer absoluten Mehrheit gelingen können, ja, wie kann das funktionieren? Ganz klar, wenn die kleinen Parteien mit ihren 4% und so weiter scheitern an der 5%-Hürde, dann werden diese Stimmen und auch der übrigen Parteien verteilt auf die, die ins Parlament hineingekommen sind. Und dann kann ein Wahlsieg mit vielleicht 34-35% könnte schon zu einer absoluten Mehrheit an Sitzen im Parlament ausreichen. Ja, das heißt, dort könnte die AfD dann einen Ministerpräsidenten bestellen und könnte dann von Sachsen ausgehend, also das wäre der Beginn eines Tsunamis, ja, ob das nun in Sachsen passiert, vielleicht passiert es ja auch in Thüringen, auch da haben wir jetzt spannende Entscheidungen gehabt, wo wieder einmal eine heimliche Koalition sich zusammengefunden hat, nämlich aus CDU, FDP und AfD. Die haben mal kurzerhand einfach mal vernünftige Politik gemacht. Ja, also es gibt ja manche Dinge, Berlin ist in vielen, sage ich mal, trostlos und schlimm, aber von manchen ist ja Berlin verschont, zum Beispiel von der Klage der Windräder, die ja jetzt sogar nicht nur aufs freie Feld oder ins Meer, sondern sogar in die Räder reingeklotzt werden, riesige Schneisen reingeschlagen werden.
in Hessen jetzt der Reinhardswald. Ich habe es mir selber vor Ort angeguckt. Ich bin auch im stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz im Bundestag. Also dort in diesem Märchenwald, den die Gebrüder Grimm beschrieben haben, der herrlichste alte Buchenwaldbestand, werden jetzt diese Windindustrieanlagen reingeknallt. Und das haben wir natürlich auch in Brandenburg, das haben wir natürlich auch in den ostdeutschen Flächenländern. Aber in Thüringen hat diese Koalition, also für diese eine Sache, es nun geschafft, faktisch den Bau von Windanlagen in Wäldern zu verhindern, durch ein Gesetz. Diese Beispiele sind wichtig, ich kann gleich noch zwei, drei mehr aufzählen, weil immer wieder erleben wir es ja im Gespräch, gerade auch von Nichtwählern, die skeptisch sind, nicht nur gegenüber den etablierten Parteien, gegenüber den Altparteien, sondern wir erleben manchmal auch diese Skepsis gegenüber der AfD. Ach, das ändert sich ja doch nichts und so weiter, ist doch egal, dann wieder hoch. Doch, es ändert sich was und die AfD-Stimmen machen oft den Unterschied. Übrigens auch beim Thema, das hat euch ja hier auch sehr beschäftigt und Marzahn dich besonders, Gunnar, das Thema Impfungen. Ja, das rückt auch schon wieder so in die Vergangenheit, aber ist noch gar nicht so lange her. Ja, da hat dieser Staat mit rigiden Maßnahmen Grundrechte, die eigentlich ja Abwehrrechte sind, der Bürger gegen den Staat, die wurden mal eben so mir nichts, dir nichts außer Kraft gesetzt. Ja, man hat uns gezwungen, zu Hause zu bleiben, in den Wohnungen. Man hat uns verboten, Familienmitglieder zu treffen, die teilweise krank oder pflegebedürftig waren in den Heimen. Manche konnten sich nicht verabschieden von ihren sterbenden Eltern beispielsweise. Ja, man hat mit Polizei und Ordnungsamt, gerade jetzt in dieser Jahreszeit fällt das wieder auf, die Menschen von den Rodelpisten runtergetrieben, mit Hubschraubern, Schlittschuhläufer von Seen und so weiter und so weiter. Also schlimm, schlimm, was da schon alles passiert ist und wer dagegen protestieren wollte, auch das ist ja ein Recht, das uns das Grundgesetz zusichert eigentlich. Ja, alle Deutschen steht da übrigens, alle Deutschen. Manchmal denken, wenn sich Erdogans Freunde hier wieder versammeln, alle Deutschen haben das Recht, sich friedlich und ohne Waffen unter freiem Himmel zu versammeln. Dafür braucht es nicht mal eine Genehmigung. Ja, das kann der Staat, darf der Staat eigentlich gar nicht verbieten. Aber auch dieses Versammlungsrecht wurde mit dem Hinweis auf den sogenannten Infektionsschutz ausgesetzt. Und weiter ging es im Bereich Schulen. Ich war fast 20 Jahre lang Lehrer, davon viele Jahre in Berlin-Wedding, einige Jahre auf am Bodensee in einem schönen Internat. Also ich kenne die Schullandschaft so ein bisschen und weiß, wovon ich da rede. Und auch hier hat man sich natürlich an den Kindern versündigt und hat sie zu Sündenböcken gestempelt. Man hat allen Ernstes behauptet, Kinder sind eine Gefahr für ihre Eltern, Großeltern sind ein Pandemietreiber und man hat deshalb die Schulen geschlossen. Und ich muss zugeben, ganz am Anfang der Pandemie, als wir nicht wussten, was kommt auf uns zu, da habe ich auch im Bundestag gesagt, Anne, du erinnerst dich vielleicht, war Bildungspolitiker, ich hatte mich informiert, war mit der italienischen Botschaft, was ist da los, was passiert bei euch? Botschafter sagt, ja, ich weiß auch nicht, gerade kommt die Meldung rein, wieder ein paar Tote, wir wissen nicht, was das ist. Ich sage, gut, wir schicken die Kinder mal etwas früher in die Ferien, eine Woche oder zwei, daran haben wir gedacht. Dazu stehe ich auch. Wenn ich nicht weiß, was da wirklich ist oder welche Gefahr da auf einen zukommt, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. So, aber wir waren auch die Ersten, die erkannt haben, dass Kinder eben keine Pandemietreiber waren. Ja, dass sie im Gegenteil sogar, warum auch immer, durch ihr Immunsystem besonders gut geschützt sind. Ja, und dass sie gar nicht besonders gefährdet sind. Und da waren wir natürlich auch die Ersten, die gesagt haben, lasst die Kinder wieder in die Schule, sie müssen lernen, sie brauchen den Kontakt zu ihren Freunden und so weiter. Das klappt nicht mit dem viel beschworenen Digital-, Online-, Homeschooling, wie auch immer man das genannt hat. Deshalb haben wir sehr schnell auch wieder gefordert, die Kinder in die Schule zu lassen. Nein, das geht nicht, die stecken sich alle an und so weiter. Was kommt jetzt raus vor ein paar Tagen? Sogar das ZDF berichtet darüber. Da muss ja stimmen, ne? ZDF berichtet darüber. Einige glauben es ja mehr, dass man zum ZDF zugegeben wird. ZDF berichtet Metastudie aus den USA. Ist der Begriff bekannt, Metastudie?
Also da gehen dann Wissenschaftler her und gucken sich Dutzende Studien an zu einer bestimmten Fragestellung. Also hat die Maskenpflicht für Kinder und Schüler etwas gebracht? Und dann gucken sie von den 80 Studien, die sie sich da angeguckt haben, da waren 60 schon mal unbrauchbar, falsches Design und so weiter konnte man aussortieren, blieben 20 übrig. Und dann haben sie geguckt, gibt es wegen so unter diesen 20, alles wissenschaftliche Studien, gibt es darunter wenigstens eine einzige, in der herausgekommen ist, dass die Maskenpflicht irgendwie etwas gebracht hätte, notwendig gewesen wäre. Keine einzige. Ja, also es war eine völlig falsche, überflüssige Maßnahme. Genauso übrigens wie die Schulschließung. Ja, und was macht dieser Herr Lauterbach? Stellt sich dann hin im Bundestag, wie er das immer so macht. Ja, wir haben hier eine Studie und jetzt machen wir das so und so. Ja, jetzt haben wir eben eine andere Studie. Ja, da haben wir uns eben geirrt. Geirrt. Also einfach mal so geirrt. Ja, und aus diesem Irrtum der Politiker, die hier nur auf ja, einige wenige bestimmte Experten gehört haben und andere überhört haben, ja, das Ergebnis dieses kleinen Irrtums, das haben wir jetzt bekommen als Quittung der aktuellen PISA-Studie. Ich weiß nicht, hat es jemand verwundert, das Ergebnis? Also, mich nicht. Jeder, der die Schulen verfolgt, der sieht, wer an der Bildungspolitik das Sagen hat, egal ob man eigene Kinder oder Enkelkinder hat. Also wenn man irgendwie will, dass es mit unserem Bildungssystem weiter bergab geht, dann muss man die nur so machen lassen, wie sie es derzeit machen. Also es wird alles, was man nur falsch machen kann, wird falsch gemacht. Man packt Kinder, die völlig unterschiedliche Lernvoraussetzungen haben, in eine Klasse. Dann kommen obendrein noch so und so viele tausende Flüchtlinge aus der Ukraine. Dann kommen noch Migranten aus allen Herren Ländern, natürlich auch überwiegend aus bildungsfernen Schichten. So. Und dann sitzt man irgendwann, wie ich das auch erlebt habe, noch übrigens vor dieser Massenzuwanderung, sitzt man dann in einer Schulklasse in Wedding, guckt so in die, ich sage, das sind ja teilweise nett, mit denen man gut klargekommen. Und man guckt dann in die tollen Augen und dann erwartet sowas. Was machen wir hier? Und sage ich so, ja, wer spricht denn eigentlich, also wer spricht denn bei euch zu Hause Deutsch so im Alltag? Ein Finger geht vielleicht hoch. Oder zwei, wenn man Glück hat. Ja, also Muttersprache, und das ist in vielen westdeutschen Schulen ist das bereits so. Muttersprache, Alltagssprache zu Hause ist nicht Deutsch. Hier dann mit in der Schulklasse überwiegend Türkisch, Arabisch, sonst was. Gut, wo könnte man sonst ja integrieren, die deutsche Sprache lernen? Brauche ich ja Kontakt. Wer hat denn deutsche Freunde privat? Ah, da hinten meldet sich einer. Ich sage, ja, du, wie heißt du? Ja, Yusuf. Sag, wer ist denn dein deutscher Freund? Ja, das ist mein Fußballtrainer, der Alfred, aber der ist schon 80. Ja, so, andere gibt es nicht. Die Mädchen bleiben natürlich zu Hause, dürfen nicht alleine raus, müssen mal eine Freundin treffen oder Begleitung. Es geht dann los mit der ersten, die Kopftuch trägt, dann die zweite, die dritte, die vierte. Und wenn man dann mit den Schülern mal eine Klassenfahrt machen will, gehört er dazu. Ja, dann denkt der Lehrer Fleming sich eine tolle Klassenfahrt aus. Kanutour in Brandenburg, kleine mecklenburgische Seenplatte, wunderbar, kann ich jedem nur empfehlen. Schöne Zeltplätze am Rand und so weiter. Und ich habe dafür geworben, fahren alle hin. Ich sage ja, ja, ja. Dann kamen schon die ersten Fragen. Ja, warum denn Brandenburg und Zeltplatz? Man könne doch irgendwo hinfliegen, in ein Hotel oder so. Wollen wir jetzt irgendwo hinfliegen? Das waren alle hier, die Eltern alle, Jobcenter, Hartz IV, habt ihr ja gesehen, fast alle. Bis ich dann meine Kollegen gefragt habe, warum ist denn das so? Und dann habe ich mitbekommen, in einigen Berliner Schulen läuft das auch so. Der Gipfel war mal, dass eine Schulklasse sogar nach New York geflogen. Wer bezahlt denn das alles? Wie geht denn das? Aha, Berliner Schulgesetz, linke Bildungspolitik. Kein Kind darf benachteiligt werden. Ja, also wenn die Schule dann vereinbart, wir machen eine Klassenfahrt mit dem Flugzeug irgendwo hin, in ein Hotel, dann kriegen alle, die das nicht aus eigener Kraft zahlen, also wenn wir im Jobcenter sind, kriegen das bezahlt. Das ist ja auch grundsätzlich in Ordnung. Wenn es ein Klassenausflug ist, mal
unter normalen Voraussetzungen, ja, vielleicht eher die nächste Umgebung nach Brandenburg, weil die haben sich natürlich schon so dran gewöhnt, dass andere zahlen für das, was man vorhat, ne, dass dann nur ein oder zwei oder das selber gezahlt haben und der Rest hat von ihnen, von uns, von deutschen Steuerzahlern sich finanzieren lassen. Naja, gut, also Brandenburg, haben wir dann gesagt, da wollen wir hin. Und da ging das auch los, ja, stellte sich dann heraus, sie wussten gar nicht, was ein Zeltplatz ist. Und dann musste ich mir erklären, gibt es da Toiletten? Ich sagte, ja, gibt es auch, kann man sich waschen, trinken, was, ja, gibt es alles. Kannten sie nicht. Und so wuchs da die Skepsis und der Widerstand. Und dann das erste Mädchen wurde abgemeldet, das zweite, das dritte. Ja, und nachher die ein, zwei Mädchen übrig blieben, die eigentlich sehr gerne mit wollten. Und fingen dann die anderen schon an zu tuschen. Eltern und die Jungs in der Klasse. Die fährt jetzt mit alleine so Schlampe, was macht die da und so weiter. So dass dann auch deren Eltern dann gesagt haben, sie fährt nicht mit. Ich hatte kurz überlegt, das komplett abzusagen, aber ich bin dann alleine mit den Jungs gefahren, die Mädchen blieben zurück. Also das ist natürlich, muss ich sagen, war ich selber Teil davon, aber so kapituliert unser Staat, unser Bildungswesen vor einer fremden Kultur, die sich in unserem Land mehr und mehr, und zwar Tag für Tag, ausbreitet. Jeden Tag strömen weitere tausende Menschen aus Kultur. Ist mit dem Schwimmunterricht nicht anders. Und ich mache diesen Menschen, jeden Einzelnen von ihnen, überhaupt keinen persönlichen Vorwurf. Wenn ich irgendwo mitkriegen würde, es gibt ein anderes Land, wo Milch und Honig fließen, wo andere für mich arbeiten, natürlich, durch allein durch Bürgergeld und bezahlte Wohnung und so weiter, mehr habe als in dem Land, aus dem ich komme, sondern mein Gott, da würde ich doch auch hingehen. Der Vorwurf, den wir machen und wo wir, deshalb sind wir auch nicht die Partei, wie man behauptet wird, lieber Verfassungsschutz, wenn du da bist, hör gut zu, wir sind nicht ausländerfeindlich. Wenn, dann sind wir regierungsfeindlich. Unsere Regierung ist daran schuld. Genau. Und deshalb führt der Weg, das zu beenden, auch nicht darüber, dass wir irgendwie jetzt Flüchtlingsheime attackieren würden und so weiter, sondern wir müssen unsere Regierung attackieren. Und attackieren heißt in diesem Zusammenhang natürlich, und das geht auch, wir müssen sie abwählen und das werden wir auch tun. Da bin ich ganz fest von überzeugt, weil je länger dieses Spiel so weitergeht, desto mehr Menschen werden aufwachen. Das merken wir alle in den täglichen Gesprächen. Es kann so einfach nicht weitergehen mit unserem Land, weil es ist ja nicht nur die Bildung, die vor die Hunde geht. Das betrifft ja alle anderen Bereiche auch so. Im Sommer haben wir das Thema mit den Schwimmbädern gehabt, man kann nicht mehr normal ins Freibad gehen. Wir haben das Problem natürlich auch im Bereich der Wirtschaft. Wo sind denn die ganzen Fachkräfte? Ne? Überall hängen die Schilder draußen, Mitarbeiter händeringend gesucht. Tja. Was machen die denn alle, die seit 2015 gekommen sind und weiterhin kommen? Ja, die haben keine Lust zu arbeiten, zumindest keine solchen anstrengenden Jobs zu übernehmen. Es sind überhaupt keine Fachkräfte gekommen. Und wenn man sich dann die Statistiken anguckt vom Bildungsbericht, die wir ja haben inzwischen, dann sieht man ganz genau, dass nur ein geringer Teil überhaupt inzwischen Deutsch gelernt hat, einen Beruf gefunden hat und so weiter. Das heißt, wir haben eine Zuwanderung nicht nur aus islamischen kulturfremden Gegenden, sondern wir haben auch eine Zuwanderung aus bildungsfernen Schichten, die weder bildungsfähig noch bildungswillig sind. Und dann nutzt mir das natürlich auch nicht zu sagen, naja, wir brauchen Fachkräfte, wenn immer diese Klientel ins Land geholt wird, ja, dann braucht man sich nicht wundern, wenn es bergab geht. Und bergab geht mit unserem Land. Parallel dazu ist es ja auch noch so, dass gleichzeitig Tausende jedes Jahr, und zwar gut ausgebildeten Leute, unser Land verlassen, ja, weil sie keine Lust mehr haben, hier diese horrenden Steuern zu zahlen, weil sie als Unternehmer keine Lust mehr haben, die Energiepreise zu stemmen. Ja, das werden ja auch schon die Bürger jetzt belastet. Ne? Und die Ampel sucht ja händeringend weiter, wie sie uns Bürger weiter schröpfen kann. Habt ihr gehört, was jetzt die neueste Idee ist? Die haben ja diese Riesenklatsche gekriegt vom Bundesverfassungsgericht. Ja? Also apropos AfD, sei handwerklich irgendwie. Wir haben kein Problem mit der Verfassung. An die Osmanen ist auch ein Konflikt mit dem Bundesverfassungsgericht gehabt.
Es ist nur immer dieser Verfassungsschutz, der weisungsabhängig ist, der keine unabhängige Behörde ist. Ja, aber die Ampel hat kurz hintereinander mehrere Klatschen kassiert. Ja, und die letzte war eben, haben sich halt gedacht, naja, wir haben 60 Milliarden übrig von dieser, von den Corona-Geldern, die haben wir jetzt nicht komplett gebraucht, aber den nehmen wir mal für was anderes. Ja, für Energie, für unsere Energiewende und so weiter. Das ist natürlich nicht zulässig, weil unser Grundgesetz kennt eine sogenannte Schuldenbremse, die ich auch für sinnvoll halte, weil diese Schuldenbremse zwingt die heute derzeit regierenden Politiker dazu, nicht Geld auszugeben auf Kosten unserer Kinder und Enkelkinder. Denen wollen wir doch auch nochmal ein Land oder einen Staat übergeben, mit dem man überhaupt noch etwas anfangen kann. Die brauchen da auch noch ein bisschen Spielraum. Ja, keiner von uns würde sich privat so hoch verschulden, ja, oder zumindest nicht absichtlich sich so hoch verschulden, dass die eigenen Kinder dann, wenn es dann zum Erbfall kommt, dann sagen, nee, danke, mit meinen Eltern will ich leider nichts zu tun haben, dieses Erbe schlage ich aus. Ne? Aber innerhalb eines Staates können die nächsten Generationen das Erbe ja gar nicht ausschlagen. Insofern ist die Schuldenbremse schon etwas sehr, sehr Gerechtes. Und es wäre ja auch genug Geld da. Noch nie sind so viele Steuern eingenommen worden wie zurzeit. Ja, nur diese Ampelregierung kann mit Geld nicht umgehen. Sie verschleudert das Geld. Ne? Und wenn man sich anguckt, wer da so regiert, diese Typen, hat der Tino Chrupalla, fand ich genial, gestern so treffend gesagt, dass der komische Gesser Lanz da sagte, ja, die sind ja genau wie die Grünen mit so einer komischen Doppelspitze. Ja, und dann hat er gekontert, nee, Moment mal, gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Grünen an der Spitze und uns. Ja? Ja, genau, Alice Weidel ist promovierte Ökonomin, ich habe ein eigenes Unternehmen geführt. Ja, die beiden Grünen haben weder Berufsabschluss noch Studienabschluss. Das ist der Unterschied. So ist das übrigens durch die Bank auch weg. Ne? Ja, also das ist ein Riesenproblem mit dieser Haushaltsgeschichte und den Tricksereien, die Ampel hier vorhat. Und das wollen wir jetzt auch sagen, wo sie das Geld jetzt hernehmen wollen, weil sie ja dieser Trick so jetzt nicht mehr weitergeht. Das hat man gesagt, ja, wir gucken mal, Dienstwagenprivileg. Ah ja, super, geht gegen die Reichen. Das sind immer die Reichen, aber wer ist denn reich? Ja, reich sind schon die kleinen Selbstständigen, die ein kleines Geschäft haben, sich selber am meisten ausbeuten, jeden Tag vielleicht im eigenen Friseurgeschäft stehen oder in der eigenen Bäckerei oder was auch immer. Die gelten dann häufig schon als reich, ne? Den kann man zernehmen. Quatsch. Ja, oder Dienstwagenprivileg, oh, das sind die Reichen, Vorstandsvorsitzenden und so weiter. Nee, das sind zum Beispiel auch Pflegekräfte. Ja, die kennt man sicherlich auch hier. Brandenburg sieht man das häufig, die fahren dann mit dem kleinen Autochen, fahren die schon früh morgens durch die Straßen. Und bei den Senioren oder Pflegebedürftigen, die ich finde, auch das Recht darauf haben, in ihren eigenen Wänden noch betreut zu werden, wenn das noch halbwegs geht. Ja, dort kommen die, halten bei mir in der Straße auch, morgens, abends, pflegen diese Leute. So, da haben die einen kleinen, kleinen Vorteil. Sind ja nicht so super bezahlt. Und der kleine Vorteil ist, sie dürfen ihr Autochen, was sie da fahren, auch privat nutzen. Das will die Ampel jetzt streichen, ne, dieses Geld, um ihre Haushaltslöcher zu stopfen. Ich finde, ja, sowas ist schädlich, das gehört sich nicht. Also das geht doch gar nicht. Diese Ampel abgewählt bei den nächsten Wahlen. Genug Gelegenheit im nächsten Jahr. Ja, ich rede schon wieder gefühlt viel zu lang. Ja. Nee, alle gut. Okay, ihr müsst in der Schulklasse sonst einfach unruhig werden oder den Arm heben, Fragen stellen. Können wir auch machen, wenn ihr ein bestimmtes Thema habt. Da ich in vielen Gremien bin und war, Bundesprogrammkommission, Ältestenrat, Vermittlungsausschuss und so, kann ich zu relativ vielen Themen auch Auskunft geben. Da müsst ihr einfach dann meine Frage stellen, dann können wir auch. Mach's bitte. Gut. Ja, schön erzählen. Ja. Was macht denn eigentlich der Dietesser? Ist die ist die am Nachmittag Mann oder ist die am Nachmittag Mann? Die Frau, Herr Magnus. Ach, um Gott. Also, das Gesetz ist ja noch nicht ganz durch, aber wir haben ja erlebt, im Bundestag kriegt man auch schon Ordnungsstrafen. Bevor das Gesetz in Kraft getreten ist, hatte meine Kollegin Beatrix von Storch schon 1.000 Euro oder so zahlen müssen.
weil sie es gewagt hat, eine biologische Tatsache auszusprechen. Also dieser, soweit ich das mitkriege, ich interessiere mich jetzt nicht so für dieses private Leben oder für die verqueren oder verkehren Gedankengänge der grünen Kollegen im Bundestag, aber da ist es nun mal, dass man gar nicht mehr manchmal mit jemandem wegsehen kann. Der Herr Ganserer ist ja vom Schatz her noch als Einmal eingetragen, Markus, ja, und ist aber trotzdem bei den Grünen, glaube ich, dann über die Quote irgendwie reingekommen. Und er inszeniert sich jetzt natürlich auch entsprechend. Meines Erachtens produziert er auch absichtlich. Es gibt übrigens auch andere Trans-Leute, queere Leute und so weiter. Gibt es auch weitere im Bundestag, die nicht so auffällig sind, sich zumindest einigermaßen anständig kleiden. Der Herr Ganserer hat sich hat's ja fertig gemacht, sich vor kurzem in einen Ausschuss zu setzen. Und die werden inzwischen ja auch übertragen in der Kamera, mit der Kamera und sitzt da mit durchsichtigem Genau, Mineralien, ganz nackig hat er da jetzt fast, ja. Schnaps, Kleidung und so weiter. Also, ich meine, wenn es so weit geht, eine kleine Ordnung im Bundestag, dann müsste man eine Jugendschutzwarnung davor schalten, bevor man sich das anschaut. Ne? Also er spielt das, er zieht das so durch. Ja, und ich finde das, also da wird einer Minderheit, ne? Also wir sind ja, weiß Gott, glaube ich, eine sehr tolerante Partei. Ja? Und das können wir gerne, wir sind hier in Preußen, wie der alte Fritz das gesagt hat, soll doch jeder nach seiner Fasson selig werden. Aber bitte nicht deinen Kindern vergreifen und nicht andere Leute belästigen. Das ist ja nicht so schwer. Ja, das wäre auch mal das Minimum. Ja, wenn man das einhält. Ja, aber dahinter steckt ja, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf zu Ihrer Frage, dahinter steckt ja eine sehr ernste Sache. Ne? Ich meine, während unser Land hier wirtschaftlich vor die Hunde geht, ja, beschäftigt sich die Ampel mit solchen Themen. Und die haben das natürlich sehr strategisch. Ja, das ist, solche Themen sind ganz, ganz wichtig und das haben die sehr strategisch von langer Hand vorbereitet. Mit einer kleinen, sag ich mal, irren Clique, mit einem Minderheitenthema. Das Ganze auch mit diesem Gender Mainstreaming. Ja, diese Gender-Idee ist ja eigentlich total verrückt. Da würde jeder normale Mensch auf der Straße sagen, sag mal, du hast sie nicht mehr alle. Ja, aber die Kunst ist, wie bringe ich ein so verrücktes Thema, deshalb heißt es auch so, in den Mainstream. Also mache das zu etwas, was alle denken und selbst die, die nicht so denken, werden dann per Strafe dazu gezwungen, zumindest den Mund zu halten und das Spiel mitzuspielen. Ja, und das soll jetzt auch mit diesem neuen Selbstbestimmungsgesetz kommen. Wir und die FDP Menschen. Macht damit, Partei, diese ekelhafte, im Hintergrund. Überflüssige Partei, die macht ja lieber allen mit und sagt, ja gut, das ist doch Freiheit, künftig kann ich dann einmal im Jahr mein Geschlecht ändern, und zwar per Eintrag im Ausweis. Ja, nein, man kann den Vornamen in die Frauensauna. Und jeder ist so krank. Und damit sich keiner darüber lustig macht, gibt es gleichzeitig noch die Androhung von Strafen bis zu 10.000 Euro, glaube ich, sind da vorgesehen. Wer also dann jemanden, der gesagt hat, ich bin jetzt Geraldine, Gerald oder so, und wer dann trotzdem jemanden falsch anspricht, ja, der muss mit Bußgeldern bis in einer Höhe bis zu 10.000 Euro rechnen. Ja. Also hier wird letztlich die Biologie außer Kraft gesetzt. Ich bin gespannt, ob das durchgeht. Es gibt ja in dem Zusammenhang auch kleine Hoffnungsschimmer. Jetzt hat ja eine Biologin von der Humboldt-Uni, wo ich auch studiert habe, die hat ja Riesenschwierigkeiten gehabt, weil sie als Biologin an der Humboldt-Uni einen Vortrag gehalten hat über ein ganz banales Thema, nämlich über die Zweigeschlechtlichkeit in der Biologie. Mann, Frau, ist heute schon ein Problem. Und sie ist sogar von ihrer eigenen Universität dafür kritisiert worden, weil das sei ja transfeindlich und so weiter. Sie ist vor Gericht gezogen und hat Recht bekommen. Ja, die Uni darf sie dafür nicht mehr sozusagen an den Pranger stellen. Ja. Da brauchen wir auch, denn das in der Biologie gibt es das ja, die Hermaphroditen und so weiter, das ist schon seit 2000 Jahren gang und gäbe. Das hat nichts mit den heute modernen Geschichten zu tun. Genau, also das. Klar, also das gibt es ja ohne Frage. Natürlich gibt es solche
Abweichung oder sagen wir Laune der Natur. Das ist ja etwas, gab es schon immer, das ist vollkommen klar. Aber hier geht es ja wirklich um etwas ganz anderes, nämlich um ein Leugnen von biologischen Tatsachen. Ja? Und das ist übrigens auch etwas, und das finde ich jetzt ganz interessant, auch was unsere Bündnispartner anbelangt. Auf einmal haben wir ganz neue Verbündete, auch im vorpolitischen Raum. Nämlich, jetzt muss man das mal zu Ende denken, wenn es jetzt so ist, dass jeder Mann einfach sagt, eine Frau, ne? Dann kann er natürlich reinspazieren auch in alle bisher geschützten Räume, wo Frauen unter sich waren. Was sagt der Buschmann? Ja, das ist ein Problem, aber das klären dann die Hausmeister oder Bademeister. Ich meine, jeder andere wird per Strafe bedroht, wenn er jemanden als Mann tituliert, der eine Frau sein will, aber der Bademeister oder der Hausmeister, er soll das auf einmal irgendwie dürfen, um für Ordnung zu sorgen. Und das merkt natürlich jetzt auch eine ganz andere Lobby, nämlich die klassischen Feministen. Deshalb ist die Alice Schwarzer nicht nur in manchen außenpolitischen Fragen plötzlich zu einer Verbündeten geworden, sondern auch in dieser Frage lehnt Alice Schwarzer, also die meisten, die sie kennen, ist ja immer die Urmutter des Feminismus, ja, die lehnt mit Händen und Füßen Stellen, die sich gegen dieses Selbstbestimmungsgesetz, ja, weil sie ganz genau und auch zu Recht ahnt, dass damit ein jahrzehntelanger Kampf um Frauenrechte dann auch umsonst gewesen sein wird. Also, ich meine, der einzige Witz an der Sache wäre für mich, dass diese ganze Idee mit der Quote, die würde natürlich auch nicht mehr funktionieren. Genau, ja. Gut, also ich würde, wenn jetzt keine spontanen weiteren Fragen, sonst können wir gerne noch sportlich was aufnehmen. Ja, ich frage jetzt mal nicht als Michaela, sondern als Michael. Mir ist aufgefallen, auch bei dir wäre es schwierig, Götzin käme da raus. Nein, aber Scherz beiseite, es geht mal um was anderes. Es geht darum, dass am 19. Dezember avisiert ist, dass das Bundesverfassungsgericht über die Neuwahl in Berlin urteilt. Wir wissen jetzt nicht, ob es eine komplette wird oder in einigen Wahlkabinen nur stattfindet, dann wäre es ja langweilig. Jetzt habe ich allerdings in einem auf jeden Fall objektiven Medium, nämlich in Russia Today gelesen, dass die FDP bereits anfängt, die Operation Abendsonne. Wissen vielleicht manche nicht, was das ist. Wenn also man davon ausgeht, dass eine Regierung bald nicht mehr existiert, dann werden die Spitzenbeamten befördert. Und genau das tun sie wohl. Das habe ich in keinem anderen Medium übrigens bei uns gelesen, nur da. Jetzt meine Frage, habt ihr im Bundestag schon irgendwas zum Thema möglicherweise genereller Neuwahlen gehört? Also ich war natürlich da in dem Gremium, wo das alles verhandelt worden ist, ne, wo die ganzen Fehler waren, was man machen kann, gab es die verschiedenen Vorschläge. Da war das Thema jetzt im Bundestag selbst oder im Ältestenrat oder so, war das noch kein Thema. Es wird ja auch, wenn dann nur Berlin betreffen. Ja, wir sind ja noch gespannt, ob es jetzt auch nur, Pankow wäre wahrscheinlich dabei, ja. Ob es jetzt nur diese ausgewählten Wahlkreise sein werden oder eben doch vielleicht ganz Berlin. Da bist du natürlich der Jurist. Ich finde das sowieso ein bisschen merkwürdig, weil eigentlich sagt man ja, dass Wahlen sozusagen frei, gleich und allgemein sein sollen, aber das wäre in diesem Fall ja eigentlich gar nicht gewährleistet. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Bundesland wählt ja jetzt dann alleine nach oder später und wir würden dann ja wählen, in Kenntnis des Ausgangs der übrigen Wahlen. Also man könnte sich dann taktisch daran auch orientieren und weiß ja schon, dass bestimmte Parteien gar keine Chance haben. Ja, das ist eigentlich eine Benachteiligung dieser kleinen Parteien, weil theoretisch könnte ja jede Partei vor einer Bundestagswahl auch ganz viele Prozentpunkte bekommen. Ne? Und so würde man natürlich sich da taktisch verhalten. Man wüsste genau, okay, die Linksfraktion, die sich übrigens aufgelöst hat. Tja. Also man wüsste dann, ja, die bräuchten, ich weiß gar nicht, wie das wäre, wenn die dann auch ihre drei Direktmandate kriegen, dann die Fraktion gibt es ja eh nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was das für Auswirkungen wäre. Also dieses Thema hat uns mit mehr beschäftigt, jetzt Auflösung der Linksfraktion. Das ist die gute Nachricht, die schlechte ist übrigens, die Abgeordnete bleiben im Bundestag, auch die Frau Pau bleibt Vizepräsidentin, weil sie ist ja gewählt und so, zwar ohne Fraktion, also und ich befürchte, dass auch die einzelnen, diese Gruppen der Linken dann, die werden auch ganz nicht mehr die Rechte und das Geld einer Fraktion
aber die werden wahrscheinlich sogar mehr Rederecht bekommen, als sie vorher hatten, weil die dann ganz, also zumindest wahrlich mal gezielt sich zu bestimmten Themen melden können. Ja, und das ist jetzt schon so, das ist der einzige Vorteil, wenn man, wenn man nicht in der Fraktion ist, macht der Ex-Kollege Fahre immer ganz geschickt und die anderen, die können sich immer selber aussuchen, zu welchem Thema sie reden. Ja, das heißt, die lassen dann die langweiligen Themen, lassen die aus und suchen sich dann die Themen, die halt die Bürger interessieren und wo die Kamera draufgerichtet sind und da sprechen sie dann. Und das werden die Linken dann wahrscheinlich auch machen. Ja. Ja, aber ansonsten, jetzt habe ich jetzt größere Debatte oder so, hatten wir jetzt nicht irgendwas, wahrscheinlich warten jetzt alle mal das Urteil ab. Es ging mir jetzt auch um die Frage kompletter Neuwahlen, also zerbrechende Ampel, weil so, das ist ja auch nochmal ein Thema. Ja, nee, also das wird hinter den Kulissen wird natürlich gemogelt. Da gibt es ja dieses Datum nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch die eigenen Pensionen sind da jetzt, glaube ich, ab heute oder so, sind die durch. Ab 8. Ja, da hätten ihre Schiffweile trocknen. Also persönlich glaube ich es trotzdem nicht. Also die werden wahrscheinlich doch nochmal versuchen da, weil im Moment sind ja die Aussichten derart schlecht. Ne? Also wer von dieser Ampel soll denn Interesse daran haben an Neuwahlen? Weil da würden ja etliche, von denen die jetzt im Bundestag sind, würden ja ihr Mandat verlieren. Ne? Und das ist es, darüber wird öffentlich viel zu wenig gesprochen. Ne? Also machen wir uns nichts vor, an jedem Mandat eines Bundestagsabgeordneten, ja, da hängen Mitarbeiterstellen dran, da hängen über die Fraktion Gelder dran. Ja, es geht hier um Millionenbeträge. Ja, und diese Pfründen wollen allen Parteien sichern. Deshalb behaken sie die AfD so stark, wie sie das tun. Ja, die glauben in Wirklichkeit selbst das alles nicht, was sie da erzählen, von wegen Gefahr für die Demokratie und so. Nee, Gefahr für die Futtertröge, an denen sie sich breit gemacht haben. Das ist es, warum wir uns bekämpfen. Bitte. Aber ich glaube, die machen noch jemanden. Aber ja, dann machen wir. Ja, vielleicht dachte ich nur, weil wir haben vorhin die Themen gehabt, Gender und Schulbildung und Wirtschaft sicher auch. Ich kann mich jetzt eindrucksvoll nicht erwähnen, dass die gesamte linke Politik doch all diese Maßnahmen dafür verwendet, um eins kaputt zu machen, den bürgerlich-konservativen Wertebestand, den wir eigentlich nur noch als einzigste Partei vertreten. Das heißt für mich Familie, Familie im klassischen Sinne. Das heißt vernünftige Bildung, solide Bildung, Leistungsprinzip, Anforderungsprinzip. Das heißt ordentliche Verkehrspolitik. All diese Sachen, das heißt auch das Verhältnis zwischen Mann und Frau, das heißt eigentlich die ganze Kommunikation untereinander. Das wird doch eigentlich, wenn ich meinen Schritt zurück mache, das Gesamte betrachte, wird doch jedes einzelne unserer bürgerlich konservativen Werte versucht zu zersetzen, kaputt zu machen. Ich sage mal, würdest du diesen Eindruck, den ich so habe, teilen oder vielleicht auch die anderen hier im Raum? Ist das nicht wie ein Generalangriff auf die Gesellschaft? Ja, also teile ich ganz und gar. Und sag mal, da sind wir jetzt wissen, fast schon so kultursoziologischen Fragen. Ich glaube, man kann auch ausmachen, wo das Ganze losgeht, nämlich so 1968 folgende. Es nimmt Anleihen, gerade jetzt in der Bildungspolitik, bei Rousseau und so weiter. Es sind bestimmte Bilder auch von der Gesellschaft, von Menschen. Das fängt mit so ganz anderen Fragen um. Das sind wir dann auch im christlichen Bereich. Ne? Aus linker Sicht gibt es ja böse Menschen so eigentlich gar nicht. Das ist also Gesellschaftsschuld. Ne? Also das muss man einfach mal wissen und beobachten. Wenn ich das nicht weiß, dann verstehe ich das Verhalten von vielen Richtern und Lehrern und so weiter. Also diese ganze Sozialindustrie, das kann ich nur dann verstehen, wenn ich weiß, welches Menschenbild die haben. Und das ist ein ganz anderes als das, was wir haben, was die meisten so haben, weil die glauben, dass letztlich die Gesellschaft schuld ist da. Ne? Also wenn wir einen jungen Intensivtäter haben, oder jemand, der kommt aus, denkt euch irgendein Land, so kommt daher und dann gibt es eine Gruppenvergewaltigung oder sonst was. Ja, dann gucken die erstmal, ja, ist schlimm, dass das passiert ist, aber naja, die haben es nicht besser gewusst.
bewusst, sind es deren Kultur, wir hätten sie besser integrieren müssen und so weiter. Und dann gibt es noch Rabatt bei den Strafen. Ne? Ja, also anstatt, dass man sozusagen solche gefährlichen Leute erst recht wegsperren, möglichst lang wegsperren, weil ich denken würde, so viele Sozialarbeiterstunden gibt es überhaupt nicht, um die wegzubringen von dieser sehr, sehr tief sitzenden, zum Beispiel frauenverachtenden Bild, was sie in sich haben. Ne? Weil von der Linken denke ich, ist genau umgekehrt. Da sind wir natürlich irgendwie immer mit dran schuld, wenn so etwas passiert. Ja, und deshalb muss man auch nicht an denen arbeiten, sondern wir müssen an uns arbeiten, damit sie sich hier wohlfühlen. Und vielleicht darf ich an der Stelle, da fällt mir nicht gerade noch so ein Stichwort ein, ne, so, wie gesagt, Sarah Wagenknecht, toll, kommt die neue Partei und. Zumindest ist immer ganz gut angezogen, um was Positives zu sagen. Ich habe auch ihr Buch gelesen, ist auch viel AfD steckt da drin, die Selbstgerechten kann man auf einigen Seiten blauen Haken drunter machen. Trotzdem muss man mal gucken, das Ganze ist schon ein trojanisches Pferd, dieses Projekt Wagenknecht. Und man muss mal schauen, wen sie so im Schlepptau hat. Also die Frau Mohamed Ali, die jetzt noch vor kurzem gesagt hat, ist sie gefragt worden, ja, soll es denn irgendwie eine Begrenzung geben? Migration und Flüchtlinge machen. Also Grenzung kann es gar nicht gehen. Dann hat sie noch im Schlepptau die Ulrike Uero. Also eine Professorin oder was, die war auch mal für die Spitze vorgesehen, ist also eine der Mitdenkerinnen im engsten Kreis drin, in diesem Wagenknecht-Projekt, ist auch vor kurzem mal in Brandenburg aufgetreten. Die hat zum Beispiel in der Hochphase, ich fange mit was anderem an, die hat gemeinsam mit dem österreichischen Schriftsteller, den Robert Menasse, schwebt der vor, ein neues Konzept für einen neuen Bürger, nämlich Abschaffung der Nationalstaaten, sondern wir sollen alle Bürger Europas werden, nicht? Also eines neuen europäischen Staates, den sie schaffen will, ja, und dann die Völker Europas so sehr vermischen, dass man gar nicht mehr weiß, wer man ist und woher man kommt, also neue Menschen schaffen. Und dann hat sie darüber hinaus noch gesagt, naja, als sie alle kamen aus Aleppo und so weiter, fühlen sich ja nicht so richtig wohl hier bei uns, das ist schwierig. Wir müssen da, wo Platz ist, wurde glaube ich Brandenburg auch genannt, müssen wir die Städte der Migranten nachbauen für sie. Oh, wie bitte? Das sind die Freunde von der Sarah Wagenknecht. Also denkt dran, bevor er sich da vertut, auf dem Wahlzettel. Das ist ja irre, ja. Jetzt waren Sie. Ich will noch mal gucken, ob die mögliche Wahlwiederholung du hast gesagt, die Linken abbauen, wenn man fraktionslos da rumsitzt irgendwo. Im Bundestag. Ich meine, also um mich zu erinnern, am 21. sind die Linken, haben die nur eine Fraktion bilden können, weil die drei Direktmandate gewonnen haben. Ja. Zwei davon in Berlin. Ja. Sollte eins wegfallen, ist doch die Truppe auch zu leicht, dann müssen die zum Arbeitsamt. Daniel ist der Schärfste. Also der Rest hätte allerdings, das ist jetzt eine gute Frage, aber müssen die alle raus dann? Ja, klar. Aber haben nicht die anderen Bestandsschutz aus anderen Bundesländern oder müssen die raus? Nee, müssen dann alle raus. Müssen alle raus? Ja. Ja, wunderbar. Darf ich vielleicht nochmal sagen, hätte Nachteile für die AfD. Wir würden ganz viele Mandate verlieren. Also auch unsere Abgeordneten, die Überhangmandate haben, wären weg. Oh. Also nicht immer gleich jubeln. Kriegt man mehr Prozente. Also zur Not muss man durch. Also ich habe übrigens auch für diese Wahlwiederholung eingesetzt, im vollen Bewusstsein, dass das auch dazu führen kann, dass wir selbst bei einem besseren Abschneiden Mandate verlieren können. Also es könnte ein Berliner rausfallen, also in dem Fall dann ich, wenn es zum Beispiel die Wahlbeteiligung zu gering wäre. Ja, dann führt das durch den Länderproporz, kommt es dann zu dem kuriosen Faktum, dass, weiß nicht, irgendein Sachse reinkommt oder so und ein Berliner raus muss. Ne? Also man kann sich, das ist ein ganz, sagen wir mal, ein bisschen so aus der Überraschungskiste. Ja, man kann sich sozusagen da auch zu Tode siegen oder man jubelt, wir haben ein paar Prozentpunkte mehr, aber verlieren dann, Michael hat es gesagt, plötzlich dann Mandate nach dem Ort. Aber gut. Wenn es nach Gesetz so ist, müssen wir durch. Das Gericht wird entscheiden und dann machen wir Wahlkampf so gut wir können und dann schauen
Es ist die Familienpolitik erwähnt worden. Nicht erwähnt worden ist, dass da unbedingt mehr Kinder geboren werden müssen, deutsche Kinder. Ja. Sonst ist eine noch so schöne Familienpolitik auf Dauer bloß. Die Deutschen müssen arbeiten. Das möchte ich gerne erwähnen. Keine Kinder machen, wa? Es ist erzählt worden über die Einschränkung der Grundrechte bei Corona. Selbstverständlich sind alle Grundrechte wichtig, Bildung und so weiter und Versammlungsrecht. Was aber nicht erwähnt wurde, ist, dass durch die Impfpflicht das Recht auf körperliche Unversehrtheit, was für meine Begriffe noch grundlegender ist, angetastet wurde. Ich habe deswegen als Gesundheitspolitiker in der BVV einen Antrag eingebracht, die Impfpflicht in Marzahn nicht durchzusetzen. Es ist leider so, dass das dann wird mit in die Vergessenheit gekehrt, damit wollen wir uns nicht mehr befassen. Aber wenn man zum Beispiel eine alte Pflegerin gehört hat, die mir erzählt, wir haben doch alle gesehen, als Pflegepersonal, wie die weggestorben sind. 2-3 Tage nach der Impfung, die vorher noch gesund waren. Und dann soll man sich selber impfen lassen. Also es ist klar, dass auch Leute und Familien, die seit je SPD und andere gewählt haben, dann das nicht mehr wollen. Und wir sollten das nicht vergessen und immer wieder auf den Tisch bringen, solange Corona nicht wirklich aufgearbeitet ist. Vielen Dank. Vollkommen recht, lieber Herr Niemann. Wir haben also 2 Punkte dazu noch, hätte ich eigentlich auch erwähnen würde, weil es ein schöner Erfolg war. Wir konnten leider nicht verhindern, die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Da laufen wir heute auch noch Klagen, selber mit Soldaten unterhalten, da galt das ja in bestimmten anderen Punkten auch noch. Was wir aber verhindern konnten, das waren auch wieder die Stimmen der AfD. Ohne die AfD-Abgeordneten im Bundestag wäre es zu einer allgemeinen Impfpflicht gekommen. Also für alle. Das war eine ganz kuriose Abstimmung. Wir haben nicht in der Sache abgestimmt, aber es gab so ein Vorgeplänkel, wo es schon so alternative Vorschläge gab und was stimmen wir zuerst ab. Und da waren es am Ende die Stimmen der AfD, aber an der Stelle auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Ich weiß, es sind etliche im Saal, die dafür auch auf die Straße gegangen sind. Es war auch der Druck von der Straße, von den Bürgern, der dazu geführt hat, dass auch aus den anderen Parteien welche sich nicht getraut haben, dort mitzumachen und die dann schon vorher sich sozusagen auf unsere Seite geschlagen haben. Und diese Abweichler plus die Stimmen der AfD haben letztlich die allgemeine Impfpflicht verhindert. Sonst hätten wir die bekommen, die wollten das machen. Also das Das Thema Aufarbeitung ist natürlich auch ganz wichtig. Wir haben einen einzigen offiziellen Untersuchungsausschuss. Gibt es, den gibt es dort, wo es möglich war, durch in Brandenburg hat die AfD, glaube ich, da gibt es auch einen Vorwurf, aber 20% oder so, noch mehr. Auf jeden Fall in Brandenburg war es möglich, dass die AfD einen Untersuchungsausschuss zu dieser ganzen Corona-Geschichte einsetzen konnte. Der läuft, ja, allerdings versuchen die anderen Parteien dort immer unsere Aktivitäten zu boykottieren. Ja, zum Beispiel haben wir da gefordert, auch einfach mal das Paul-Ehrlich-Institut, den Leiter mal vorzuladen, was er da erzählt. Ne, das Paul-Ehrlich-Institut registriert ja die ganzen Wirkungen und Schäden und so weiter. Ja, haben die anderen abgelehnt. Da muss man sich mal vorstellen, hat man einen Untersuchungsausschuss zur Corona-Pandemie, ja, und dann macht man einen Vorschlag, ist ja nicht jetzt irgendwer, ist ja kein verschwörungstheoretisches Institut, sondern das ist ein anerkanntes Bundesinstitut, Paul-Ehrlich-Institut. Nö, nee, wollen wir nicht hören, weil das ist ja ein Bundesinstitut, wo wir sind. Das ist natürlich nur eine Ausrede, weil wir gewisse Sachen nicht hören. Auf Bundesebene haben wir das natürlich auch gefordert, wird abgelehnt. Ja, und der Grund ist natürlich ganz klar, es käme sehr, sehr viel dabei raus. Und es käme raus natürlich, wie praktisch alle sich hier versündigt haben, Politik, Medien, aber auch die Wissenschaft zu teilen. Deshalb hat hier keine andere Partei außer die AfD ein Interesse daran,
dieses Thema aufzuarbeiten. Wir haben uns geholfen, dadurch, dass wir ein eigenes Corona-Symposium veranstaltet haben. Am Wochenende soll es das letzte gewesen sein. Und haben dort alle möglichen Leute eingeladen, einfach mal ihre Sicht der Dinge zu schildern. Ja, aber das ersetzt natürlich nicht einen offiziellen Untersuchungsausschuss, der quasi richterliche Befugnisse hat und vor dem man dann auch nicht lügen darf und der dann Leute vorladen darf und so weiter. Das fehlt natürlich. Ja. Ja, ihr müsst sagen, wie lange wir noch machen. Soll ich weitermachen? Hallo, hallo. Achso. Lötzi ist noch eine Dame, die fragt mich. Ja, hier. Ja. Ich kenne jetzt die Reihenfolge nicht, könnt ihr euch einigen? Ja, also immer die Damen. Gut. Ich habe mal eine Frage, ich war bei dem Corona-Symposium gewesen am 11. und 12. November und da ist mir aufgefallen, dass mehrere Reden schon öffentlich gestellt wurden bei YouTube, nur die eine Rede von dem Dr. Mark Jeden nicht. Und jetzt wollte ich fragen, warum die zurückgehalten wird, ist jetzt meine Frage. Was der Grund ist dafür. Ja. Danke. Also, muss ich mal ein bisschen ausholen. Danke. Ich hoffe, die anderen haben Verständnis an der Stelle. Natürlich. Danke. Ja, also, es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Aber wir als Fraktion, wie sage ich es jetzt am besten, wir leben auf dem Papier in einem freien Land. Es gibt auf dem Papier. Wir haben unabhängige Gerichte, wir haben freie Meinungsäußerung und so weiter. So. In der Praxis ist es aber so, und da sind Gesetze verabschiedet worden in den letzten Jahren, ich bin seit 2017 im Bundestag, in der Praxis hat man Gesetze in Kraft gesetzt, zum Beispiel Datenschutzgrundverordnung und so weiter, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, die gelten ja alle jetzt. Und das sind Gesetze, die sind sehr perfide. Das heißt, unser Staat war klug genug zu sagen, nö, wir zensieren nicht. Aber wenn Facebook oder YouTube oder sonst was, wenn ihr etwas auf euren Plattformen etwas einstellt, das irgendwie Hass und Hetze und sonst was ist, und jetzt wird man auch diese Begriffe werden ja ausgeweitet, ja, oder was irgendwo gerade in ganzen Gesundheitsfragen hoch heikel. So, also wer das jetzt, wenn ihr das macht, müsst ihr damit rechnen, dass wir euch die Lizenz ziehen und den Laden dicht machen. Ja, die Folge ist, diese Plattformen zensieren im vorauseilenden Gehorsam. Wir haben sozusagen die Schere im Kopf. So, und jetzt kommt etwas, was mir wehtut zu sagen, was ich aber zugeben muss. Und bin auch im Bereich Medien mitverantwortlich der Bundestagsfraktion. Auch wir haben diese Schere im Kopf, immer bei allem, was wir tun. Und müssen überlegen, was können wir hochladen auf unseren Kanälen, wo kriegen wir Probleme. Also wir tasten uns immer an diese Grenze heran. Und diese Frage hat uns schon, ja, bevor wir dieses Corona-Symposium geplant haben, hat uns diese Frage natürlich schon beschäftigt. Ja, und wir müssen ja abwägen. Wir haben viele Themen, die wir zeigen wollen. Wir haben auf YouTube, Gott sei Dank, alle anderen Fraktionen abgehängt. Ja, wir haben riesige Zugriffszahlen. Wir bespielen die anderen Kanäle auch. Wir bauen natürlich weitere Kanäle auf. Ja, und wir wollen ja unsere Botschaften, gerade auch unsere Reden, hochladen. Ja, und so, das machen wir auch. Aber da haben wir auch schon in der Vergangenheit das Problem gehabt, dass Reden zum Beispiel unseres gesundheitspolitischen Sprechers, an der Stelle ganz herzlich Grüße, Martin Sichert, hat zum Thema Corona natürlich geredet. Musste er machen, als Gesundheitspolitiker. Was ist passiert? Wir haben auf YouTube einen sogenannten Strike gekriegt. Ich weiß nicht, wer sich da auskennt. Einen kann man kriegen, beim zweiten wird schon kritisch, beim dritten wird der Kanal gesperrt. Ist er weg, ja. So, und da sind wir dann gerichtlich gegen vorgegangen, mussten die Rede erstmal runternehmen, ja, weil wir sonst dieses Problem gehabt hätten, dann wären auch alle Follower und alles weg gewesen. So, und so ähnlich war es jetzt auch bei diesem Corona-Symposium. Deshalb haben wir solche Entscheidungen treffen müssen. Und hat der Fraktionsvorstand nach reiflicher und langer Überlegung, ja, das muss ich jetzt ein bisschen abkürzen, aber versetzt euch einfach mal in die Lage, ihr müsst diese Entscheidung treffen. Am liebsten hätte man natürlich gesagt, komm, ja, freies Land, jeder darf reden, wie in England, Mutterland der Demokratie, Speaker's Corner, ja, ich muss deine Meinung nicht teilen, aber ich werde alles dafür tun, dass du sie sagen darfst. Ja, so sollte es eigentlich sein. Ja, deshalb haben wir da auch Leute eingeladen, die zum Teil scharfe Kritiker sind der Corona-Maßnahmen.
aus ganz unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen kommen und so weiter, die wollten wir alle da haben. Aber wir haben ein paar Schutzmaßnahmen dann gehabt. Unter anderem haben wir gesagt, wir streamen das nicht live, ja, weil wir sonst auch die Gefahr haben, dass uns die Kanäle gekappt werden. Und es kam auch eine weitere Sache hinzu, und das betrifft jetzt auch diesen Fall jeden, der noch nicht ganz ausdiskutiert ist. Ja, also man findet übrigens seine Rede inzwischen auch, habe ich gesehen, kann man auch im Netz schon finden, also wer hören will, was er gesagt hat, findet das auf ein paar Umwegen. Wir haben sie nicht hochgeladen, weil es noch eine zweite Bedrohung gab. Man hat uns mitgeteilt, auch über den Ältestenrat, über den Bundestag, wir haben das Ganze ja veranstaltet in einem Anhörungssaal des Bundestags. Ja, also wo normalerweise auch ein richtiger Untersuchungsausschuss stattfinden würde. So, und dieses Recht haben die Fraktionen noch, aber man hat uns zu verstehen gegeben, liebe AfD-Fraktion, ihr kriegt diese Räume von uns, ja, aber wenn ihr diese Räume nutzt für Veranstaltungen, auf denen staatliche, wie heißt das inzwischen, zur Delegitimation des Staates aufgerufen wird und so weiter, dies und das, ich muss jetzt im Einzelnen nicht ausführen, ihr wisst, was ich meine, ja, wenn das dort geschieht, ja, dann müsst ihr damit rechnen, dass ihr in Zukunft keine Räume mehr bekommt. Ja. Und das hatten wir dann auch noch im Hinterkopf, also ein sozusagen zwei, nicht nur eins, sondern zwei Damoklesschwerter schwebten über uns, und das hat, um die Frage zu beantworten, dazu geführt, dass wir die Rede von dem Herrn Jeden, den ich vorher noch gar nicht kannte, teile auch nicht alles, was er da gesagt hat, aber nochmal, ich bin der Meinung, jeder sollte in einem freien Land frei sprechen dürfen, um zu entscheiden, ob das vernünftig war oder absurd. Das kann ja alle erwachsene Leute, jeder für sich dann hinterher entscheiden. Aber das war der Grund eben, warum wir es auf unsere Kanäle bis heute noch nicht hochgeladen haben. Ich kann dafür nur um Verständnis bitten. Ja, also es war sicherlich jetzt keine böse Absicht, diesen Herrn Lieben gegenüber. Okay, danke. Jetzt auch, haben Sie lange gewartet. Ne? Alles gut, alles gut. Ja, erstmal vielen Dank, Herr Dr. Fommel, für Ihre Ausführungen und Informationen. Eine Frage, Sie hatten vorhin ja die Linke angesprochen, die Spaltung der Fraktion, Sarah Wagenknecht, neue Parteigründung. Aber es gibt ja auch aus der Werteunion Anzeichen. Ich denke, Sie werden den Namen kennen, Dr. Markus Krall, Unternehmensberater, ehemaliger CDU-Mitglied, Mitglied der Werteunion, der auf den sozialen Medien mittlerweile bekannt gibt, explizit auf Twitter, dass eine neue Parteigründung bevorsteht, wahrscheinlich noch dieses Jahr. Und er lässt zumindest den Eindruck so darstellen, dass er gegebenenfalls mit der AfD zusammenarbeiten würde. Sie müssen nicht aus dem Nähkästchen plaudern, das erwartet keiner, aber gibt es denn da schon Annäherungsversuch von dieser Seite, und wissen Sie von diesem Dr. Markus Krall oder beziehungsweise von der Parteigründung, von der bevorstehenden, die noch in diesem Jahr oder wahrscheinlich Anfang des neuen Jahres stattfindet? Danke. Ja, also ich kenne jetzt in der persönlich, obwohl wir beide aus dem gleichen Städtchen kommen, ich glaube, wir kommen aus Aschaffenburg, das wissen Sie. Ja, also ich sehe seine Aktivitäten, es gibt auch große Schnittmengen, wie auch zur Werteunion oder zu Herrn Maaßen, ja, das muss man sich auch mal daran erinnern, das war ja noch ein Beamter von altem Schrot und Korn. Ja, der hat wirklich als Jurist, Sachwalter, ne, das war noch ein Präsident, ja, damals war er Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, ja, und der hat einfach den Schneid gehabt, auch der Kanzler zu widersprechen und zu sagen, nee, also da waren keine Hetzjagden. Ja, stimmt nicht. Ja, deshalb musste er gehen. Ja. Aber das nur am Rande. Ja, also da tut sich einiges, und wir, sagen wir mal, beobachten das mit einem gewissen Wohlwollen. Ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ne? Also muss ich an der Stelle auch sagen, erstmal wäre, wenn eine neue Partei entsteht, ganz egal, ob das ein Bündnis Wagenknecht ist oder eine Krallpartei, wie auch immer. Das ist für mich erstmal Konkurrenz. Ja, und ob man später dann zusammen mal was macht, also da fließt noch so viel Wasser die Spree hinunter, denn glauben Sie mir, eine Partei aufzubauen, ja, da gehört einiges dazu. Das macht man ja immer so nebenbei. Da reicht auch nicht eine Vorzeigefigur, die man da hat, bei weitem nicht aus. Ne? Also kein Häuptling kann ohne Indianer irgendwas was erreichen. Ja? Und diese Struktur aufzubauen, die wir Gott sei Dank haben inzwischen in der AfD,
Das ist nicht so leicht, also insofern wollen wir erstmal gucken, was dabei überhaupt rauskommt. Also kurz als Nachtrag, ich meinte jetzt auch nicht negativ als eine Fabel der AfD, sondern vielleicht eher positiv, weil man ja schon gesagt hat, dass mindestens die Partei hinsichtlich mit der Zusammenarbeit, was ja andere Parteien ausschließen, das bisher überhaupt nicht getan hat, sondern eher konstruktiv gedacht hat, dass es konservative Möglichkeiten in der zukünftigen Politik in Deutschland gibt. Wunderbar, wobei ich auch sagen würde, ich meine, wir sind als AfD doch auf dem besten Weg zur Volkspartei. Wir auf dem Markus-Kall-Platz, ne? Der soll ja noch zu uns kommen. Ja, da findet er schon fertige Strukturen und vielleicht können wir dann auch mal auf. Ne? Also, ne? Wobei das, also die Zeit, wo man das so, wie wir das am Anfang gemacht haben, da gab es ja auch mal Hans-Olaf Henkel und andere, ja, wo man gesagt hat, oh, wir können nichts, wir wissen nichts. Und wenn da mal irgendein Promi gekommen ist, hat man den gleichen roten Teppich ausgerollt und ihn zum Spitzenkandidat gemacht. Die Zeit ist vorbei. Also das finde ich auch richtig. Da guckt die Basis jetzt schon mal vorher hin. Ne? Wer will sich da aufstellen lassen? Ja, was hast du denn bisher schon getan für die AfD? Ne? Wie viele Plakate hast du gehängt? Wie viele Flyer eingeworfen? Hast du überhaupt schon mal einen Bezirksverband geführt oder irgendwas? Also das machen wir nicht mehr und da sind wir inzwischen, denke ich, auch aus guten Gründen selbstbewusst genug. Wir haben viele eigene gute Leute, ja, und wir müssen uns da vor keinem politischen Gegner verstecken oder vor niemandem Angst haben. Bei Ihnen war niemand mehr am Tisch, die Damen? Ich habe eine Frage. Kennen die bei uns die Einstufung der AfD als Extremisten?